Selbst willkommen hier bei Starlit Card. So, Mini 6, so angezockt. Ja, ist so ein Spiel wie Super Mario Kart, kennt man ja. So in der 8 halt. Ja. Zuerst hat man oben nur die Pokale, kann man zuerst machen. Gegen kann man auch machen, Bosse werden dann erst freigeschaltet. Was heißt Bosse? Dann fährt man halt gegen einen oder was bestimmten Typ. Na egal. So, dann kann man dann noch hier sein Kart, kann man da bestimmte Sachen noch verändern. Den Typ kann man einen anderen Helm anziehen und so ein Kram. Kickstart kann man machen. So, das hier kennt man ja alles. So, sobald man so ein Fragezeichen reinkommt, ist Zufall halt zufallsbedingt, was man kriegt. Da kann man mit Dreieck und Kreis, man kriegt aber immer auch meistens auch immer zwei Sachen. Also ich glaube, man kriegt immer zwei Sachen dann, wenn man so reinfährt. Und ja, wie eine Falle stellen oder so ein, wie hier, so ein Kram halt. Ja, kann man schlecht erklären, die Schildkröten kann ich schon nicht sagen, die gibt es hier nicht. Naja, und man hat aber mit Viereck, der geht automatisch. Hier, jetzt sieht man, ist gleich wieder voll. So, und das ist ein Boomerang und der macht automatisch quasi der Typ, wo davor ist, halt, der wird dann halt getroffen. Außer der springt da drüber, wenn du abgeht. Ja, das ist cool, also hier mit Viereck, der Boomerang, der geht auf jeden Fall immer. Deswegen, so, dann gibt es hier Sprungschanzen, da wenn man in die Sterne reingeht, dann ist man automatisch schneller halt. Und sonst die anderen Sachen, das sind zufallbedingt halt. Ja, dann kann man auch da springen und dann halt, wenn man springt, ist doch wie bei Super Mario Super Mario Kart, dass man da auch dann wieder springt. Und dann kann man auch so sliden und rutschen und so ein Kram. Na, abkürzen weiß ich nicht, ob man hier im Spiel kann, glaube ich nicht. Aber na, gut, war sogar auch gratis, einfach mal so. Für September 2022 PlayStation 4 einfach mal so gratis. Und ja, habe ich direkt hier so ein Grand Prix gemacht. Erstes Mal, direkt viermal Erster geworden. Danach nochmal gespielt, danach irgendwann verloren. Na, ganz komisch. Egal, drei, vier Trophäen bekommen. Und tja, die werden nicht aktualisiert. Egal, was man macht, keine Ahnung. Dann habe ich auch die amerikanische Version auch runtergeladen, hatte nur 1 GB. Ja, und tja, toll. Tja, genau dasselbe Spiel. Auch wieder drei, vier Trophäen und werden halt nicht aktualisiert. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es irgendein Fehler oder irgendwas. Oder ich weiß nicht, ich habe zu viele Spiele auf der Festplatte und keine Ahnung. Ah, glaube ich aber nicht. Naja. Ja, komisch, ey. Verbackten scheiß Trophäen da. Na egal, trotzdem das Spiel noch cool. So kann man so lassen. Wenn nicht, just the fun. Macht auf jeden Fall Spaß. Also, was soll's. Deswegen Daumen hoch, das war Ultimate. Und, ja, alles cool. Euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Schließlich, das war Ultimate. Okay, bis dann.